Dubai ist was für Proleten. Ich fahre dieses Jahr nach Mykonos. Ein verdorrtes Stück Land mit einer weiß bepinselten Stadt, 1000 Clubs und völlig überteuerten Hotels. Hauptsache 3 Millionen Influencer. Und nachdem auch die letzte Arzthelferin auf Insta gecheckt hat, dass Mykonos the place to be is, jettet sie rüber mit der Ryanair in der Tunika, großem Sonnenhut und Strandtasche und natürlich der gefälschten Rolex. Und dann sucht's gleich beim Eisstein ganz geschäftig nach ihrem Sitz. 25B ist ganz hinten, da brauchst du vorn gar nicht suchen. Schaut, dass man bei der Ryanair er keine Fake-First-Class-Fotos machen kann, gell? Und neben ihr sitzt der Münchner Junior-Makler. Business Casual im viel zu weit aufgeknöpften Leinenhemd mit den lustigen Bändchen und der Submariner am Arm. Der es nicht erwarten kann, endlich wieder in irgendeinem sinnlosen Beachclub seine Moët-Flaschen aufzusäbeln. Dann zack, Landung. 50 Grad, eine Stunde warten, bis das Transfer-Shuttle voll ist, 3 Stunden Holperfahrt zum überteuerten Hotel und dann geht's los. Das Mykonos-Standardprogramm. Sightseeing in Mykonos Stadt. 3000 Leute, weiße Fugen am Fußweg, 10 qualmende Fähren im Hafen, Little Venice, bist in einer halben Stunde durch. Sundowner an der 180 Degree Sunset Bar. Wo du den Sonnenuntergang vor lauter Selfie-Sticks nicht siehst. Namos Beach Club. Wo sie sich auf einen Shampoos eilern lässt und dir es außerdem das Trommelfeld zerreißt. Sneaky Sundays Party im Scorpios. Und da wackeln sie dann völlig teilnahmslos zum lässigen Boho-Haus und schauen die Feuertanzler zu. Und neben dem DJ haut irgendein Arbeitsloser auf die Bongo-Trommel umeinander. Wuhu! Hauptsache überall hängen irgendwelche beschissenen Bantel umeinander und jeder ist tätowiert. Und als Geheimtipp ein Abstecher zu Kikis Taverne. Wo man eine Stunde anstehen muss in der prallen Sonne. Savannah Omi Campbell. Super. Und als Gag gibt's dann für die Wartenden Wein aus dem Tetrapack. Was für ein Scheißdreck. Hauptsache überall eine Story gemacht mit inspirierenden Bullshit-Quotes drunter. Let the sea set you free. Drink water, save champagne. Post heute mal dein Dispo, du Amsel. Warum wohnt da drüben eigentlich jeder, er muss einen auf reich machen? Die einzigen, die da drüben wirklich Geld haben, das sind die 10 Oligarchen, die ihre Yachten zwischen Namos und Scorpios packen. Die fliegen nämlich mit dem Heli die 300 Meter vom Beach Club zurück auf ihr Boot. Und du ziehst den Rollkoffer über die Kieselsteine und steigst in die Ryanair. Und die wahren Entdecker von Mykonos, die mit ihren Gay-Partys die Insel zu der Party-Hochburg gemacht haben, die denken sich wahrscheinlich jetzt, um Gottes Willen. Wenn wir das gewusst hätten, wären wir damals nicht rübergeflogen.